sie an der Schnur und du wirst Wasser bekommen. Ja, yeah, ich habe eine Smart Missile bekommen. So, wo war da jetzt noch eine Tür? Da waren noch Smart Missile, Smart Missile. Sonst ist da nix. Hä? Hä? Kein Obststore. Lass mich mal raus hier. Wie, hä? Hä? Muss ich denn lang? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Total verwirrt. Cannot open. Was? Wie, you cannot open this door? Was? Das verwirrt mich jetzt total. Geht's jetzt hier wieder raus? Nirgendwo, du bist drin gefangen. Huh. Ein Rätsel. Haha. Bei meiner allwissenden Ewigkeit werde ich es lösen. Aber erstmal nicht. Also, ihr müsst bestimmt in eins der Türen. Und zwar in die hier. Nee, Honk, das war falsch. Ich find's ja geil, wenn die Tür auch nicht mehr aufgehen wird, wenn man drin ist. Oh, ich bin schon wieder eingesperrt. Oh, ich muss schon wieder laden. Ach, leck mich doch, Kackspiel. Also gehen wir die Türen aus, die ich durchgehen könnte. Aber eine bleibt ja noch. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Raute. Da die Tür offen. Geht's da weiter? Nee, da komme ich her. Ja, da bin ich dann falsch. Ich bin verwirrt. Was ist das? Was ist dieses grüne Zeug? Muss ich da reinfliegen oder was? Das überfordert mich gerade total irgendwie. Ich... Hä? Ich bin echt gerade total überfordert. Was muss ich da jetzt machen, hä? Meine Energie aufladen. Aber es bringt mir nichts, dass da die Türen aufgehen. Can't open this door. Das verwirrt mich jetzt. Gott, ich hasse Rätsel. Das ist ein Shooter-Spiel. Da gibt's ja Rätsel. Das ist so dumm. Ja, da würde ich sagen, ich schaue mal nach der Geheimtür und gleich mal, was ich da machen muss. Also im Internet jetzt. Oh, speichere ich hier ab. Mitten hin mit dem Rock Monster Spawner vorne weg und einen im Rücken, jawohl. Und würde sagen, ich unterbreche mal kurz. So, hier haben wir mal kurz schlau gemacht, weil mich das total verwirrt hat. Und ich muss jetzt erstmal kurz was schauen durch das Zickzackfeld. Das muss
das hier sein? Also hier irgendwo muss dann der geheime Ausgang sein, glaube ich. Also dieses Feld hier. Und bei der Einbiegung links. Muss jetzt aber nicht bis ganz nach vorne fliegen, oder? Nee. Werde ich dann sehen. So. Ich habe mir kurz den Speedrun angeschaut. Der hat das Leveling mit einer Minute 14 Sekunden auf Hotshots oder so abgespielt. Ah, jetzt geht die Tür auf und dann kann ich da rein und fliegt Chlorken. Jetzt geht die Tür runter, jawohl. Oh, dann schließt sie sich gleich gar nicht mehr. Moment. Ja. Dann ist da der normale Aufgang. Ja, da wollen wir nicht lang. Nein, wir wollen dann hier. Hier links und. Hier links und dann. Ist immer falsch. Ich da oben abbiegen müssen. Okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Also, hä? Zum Ausgang? Okay, es verwirrt mich gerade schon wieder. Das ist der normale Ausgang, okay. Oder muss ich... Was muss man da lang? Hä? Ja, ich muss gleich nochmal abbrechen. Blöd, das jetzt zu folgen, oder wie, oder was, oder wann, oder wer. Moment, ich muss kurz was überprüfen. Vor allem, wie kommt man überhaupt auf sowas? Da kommt noch kein normaler Mensch drauf, um dann da reinzufliegen und dann... Nee, da oben ist es schon mal nicht. Hä? Gott, wie ich solche Lösungen hasse. Lang. Okay, also wir ignorieren den da. Fliegen da längs. Okay. So, ach da! Okay. Alternate Exit Found, Proceeding Secret Level, yeah! Wer Suche der findet. Das findet doch auch kein normaler Mensch, oder? Level 21 Complete, Oberum Platinum Mine Destroyed, Schild Bonus 150, Energie Bonus 1305, Hostage Bonus 4500, Skill Bonus 4900, Fortescue Bonus 9000, Details Bonus 62.855, Total Score 2.592.855. PDMC, dem CMD AG 2.3275 an MD10 32 Asteroidengürtel von PDMC Hauptquartier Aerobit. Begeben Sie sich sofort zur Geheimmine MN3322 auf Asteroid Eunomia. Der Inhalt dieser Mine steht unter Hochsicherheits- und Militärrecht. Halten Sie Funkstille, bis die Mine gesäubert ist. Also, ob ich hier was anderes gemacht hätte. Die fängt schon so einladend an. Oh Gott. Gut, ist das überhaupt nicht riesen. Gut, dass ich weit weg bin. Das wäre echt unangenehm geworden. Ehrlich gesagt noch ein bisschen aufheben. Aber zum Glück können wir aus 10 Kilometer Entfernung den Gegner abknallen, ohne dass die zurückschießen.
Das ist doch mal wenigstens ein Vorteil, den wir haben. Den werde ich auch ausnutzen, so gut es geht. Bug-Using! Programmierer haben es eingebaut, also soll es das sein. Okay. Laser ist maxed out. Achso. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe die maximale Energie erreicht. Es leuchtet so grün, wenn du nicht aufgehst. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Gott. Na, wenigstens da gleich Energiefeld und so. Und ich habe 48 Leben. Punkt. Ziel des Spiels ist nicht 99 Leben zu erreichen. Oder doch? Meinst du die rote Tür? Na, das wird ja ein kurzes Level. Hey, Fußballfeld! Könnte man gleich meinen. Moment, das muss ich mir doch mal in Zeitlupe anschauen, liebe Leute. Oh, da ist schon die rote Keycard, ist ja cool. Stirb! 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 Ach. Schade, ich hab gedacht, es funktioniert vielleicht. Ist ja lustig gewesen. Ah, und oben rum komme ich dann bestimmt an die Gefangenen. Ah, die können mich sehen, die können mich sehen. Die ist in dem Fall einer. Ich glaube, hinten ist noch einer. Oder bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Also sterb bitte. Ein Fernseher, der ist auch gefährlich. 200. Toll. Naja. Wenigstens haben wir jetzt ordentlich Energie. Das kann man immerhin gebrauchen. Also eigentlich nicht wirklich, weil hinten ist ein Aufladeding, aber... Schön, dass wir es mal gesagt haben. Was zur Hölle? Das Level gefällt mir. Also, bisher alles. Sind da oben und unten Monster-Spawner? Ja, und ein extra Mal. Ey, was? Ja, ich gehe da mal wieder, ne? Also... Ist nichts... Was? Wieso kann ich es nicht öffnen? Was muss ich tun, um dieses Tor zu öffnen? Töte alle Gegner! Darauf wird's hinauflaufen. Kloaken-Device, nicht versagen. Jetzt bin ich töner dich als tot. Boah, was ist denn hier kaputt? Oder ist hier irgendwo eine Türöffnung? Ohne Kloaken-Device da durchzufliegen ist keine gute Idee. Glaube ich fast mal. You already cloaked. Ist das nicht toll? Ich will doch mal wissen, wie ich an die Gefangenen komme. Gar nicht. Die müssen alle sterben. Also wir haben da diese Tür. Was? So, warum haben die mich jetzt auf einmal wieder gesehen? Oh, guck mal! Du hast einen Kondensstreifen hinterlassen. In diesem Asteroiden, dem es keine Luft gibt. Wie komme ich?
kommen wir an die Gefangenen? Will ich an die Gefangenen? Eigentlich ist mir scheißegal. Will ich die überhaupt retten? Das ist eine Frage, die sollte man sich mal stellen. Ah. Bleib! Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich die öffnen soll. Ist jetzt offen? Ja. Und jetzt schnell da rein. Boah, yeah. Ach, das ist ganz einfach. Was willst du denn da hausen? Besser, ich töte dich erstmal. So. Jetzt brauche ich nur noch vier Kloaken-Devices. Warte, hatte ich noch eins? Jawohl. Okay, ist die Tür jetzt offen? Geh auf! Bleib auf! Nein! Gott, wer hat denn den Scheiß schon wieder ausgedacht? Jetzt soll ich erstmal das Kloaken-Device holen, bevor ich da irgendwo hinfliege. Und wieder raus. Wir mich auch. Boah, naja, wenigstens geben wir die Waffenenergie nicht aus. Hm, hoffe ich mal. Na, da liegen noch mehr. Die Waffenenergie, ja genau, weil da auch überhaupt kein innerer Generator ist. Nein! Den bildet ihr euch nur ein. Den gibt's gar nicht. So. Wir sind safe in a game. Bist du offen? Eine Unverschämtheit von dieser Tür einfach zuzugehen. Gott, das ist so... Das ist so bitter. Die Ausrüstung hier drin rumliegt. Hölle. Sie weiß zu gefallen. So, und ich will jetzt gerne... Was? Woher wusst ihr das jetzt? Muss ich immer speichern? Oh Gott, die sind ja auch alle getarnt. Warum sind die auch alle getarnt? Ich bin gleich nicht mehr getarnt. Gott! Es ist ja die Hölle! Die Hölle! Ah, ich bin die falsche Seite, guck ich gerade. Das versuchen wir besser nochmal. Schau, wie ohne Schaden. Und ich häng an der Wand fest. Oh, Kloaken-Device, das hatte ich schon aufgenommen. Ich wollte noch warten. Nein! Wo muss ich hin? Ach. Ich muss genau auf die andere Seite der Map. Dann nehme ich am besten den Weg, der geht am schnellsten. Gott, hier fehlt nur noch viel Schildenergie. Der Ausgang! Honk! Schon, bist schlau, ne? Den Ausgang suchen wir später! Erstmal alles töten!